Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Keep Supernova. Mein Name ist Flavo, wie ihr ja jetzt schon inzwischen alle wissen müsstet. Und wir gehen gleich rüber zu Splatoon 2, wo es ein paar Spiele mit guten Freunden gab und gibt. Nee, gab. Und ist ja auch wurscht. Ich bin heute eh nicht so gut drauf und es guckt ja eh kaum jemand zu. Und wer zuguckt, der kommentiert nicht mal oder gibt nicht. Na gut, ich will ihn mal einen Vorwurf machen. Wir machen los. So, und los geht's. Wir sind im Revierkampf im Kofferfischlager. Und da sind sie auch schon alle mit versammelt. Und es geht los. Grellgrün gegen Pink. Kippt Pirsch natürlich vor. Und eine coole Begrüßung, da sich einige der Spieler kennen. Dabei im Spiel sind neben Kipp Splat auch noch Ronin und Benzio. So, und ja, Kofferfischlager, eine sehr, sehr heikle Map mit vielen Ecken und Kanten. Und da ist Kip auch schon weggesplattet. Ich mache mal meine Kamera wieder nach unten, damit ihr die Punkte sehen könnt. So ist es besser, oder? So, geht es euch allen gut? Ja, jetzt ist ja schon richtig der Sommer los und Sommer, Sonne, satt. Hat schon jemand die 30 Grad-Marke irgendwo überschritten? Hier ist nichts Wetter, aber eine erlebt, ja, oder das große Hashtag Gewitter. Und wieder schön von hinten weggeblattet von Azza, 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 Azza. Sind zum Teil Namen. So, jetzt bin ich weg. Da bin ich wieder. So, ja, das sind zum Teil sehr interessante Namen. Wenn ihr auch Splatoon spielt oder, ja, oder ein anderes Spiel, wo man Nicknamen angeben kann, ja, schreibt mir mal auf euren Nicknames, benutzt ihr überhaupt Nicknames, auf euren echten Namen oder Vornamen oder Nachnamen? Oder hatten eure Nicknames irgendeine Bedeutung? Also, okay, das hat ja eine Bedeutung, das wurde ja mal erwähnt, hat sogar Kip höchstpersönlich in dem Video die Farbe Blau erwähnt. Wer das Video jetzt nicht verlinken sucht, selber, ich bin jetzt zu faul dazu. Guckt ja hier keiner zu, von mir ist es auch egal, aber Namen haben ja eine wichtige Bedeutung. Das heißt immer, man kann sich seinen Namen nicht aussuchen, ja, das steht im Fernsehen, man kann sich seinen Namen aussuchen. Man kann sich ändern lassen. Ja, so, Benzio schön hinten in der Ecke gewartet und dann wird es blattet. Jawohl. Nö. Nein, jawohl. Ist nicht so schön. So, die letzte Minute läuft. Wird es ein Sieg oder wird es so direkt nochmal vor der Haustür von diesem ganz tollen Ultrastempel weggestempelt? Ja, sehr schön. Gefahr für Keeps Team. Mal wieder alle direkt vor der Haustür. Ich glaube, diese Ultiwaffe wird kaum etwas bringen. Vor allem, wenn die Gegner quasi vor einem schon auf der Lauer sitzen und ständig dann gleich wegsplatten. Ja, zu mir, ja, wohin zu mir? Dahin oder dorthin? Wild, wild, wild. 2, 1, Ende. Und das erste Spiel. Oh, sieht so nach 50-50 aus. Gewonnen oder verloren? Ah, ein Win für Kips Team. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil fast bis zum Schluss stand dort Gefahr. Kip 1852, Einfärberpunkte und 2 Kills. Ja, das kann ich doch sehen lassen für das erste Spiel. Und wir gehen weiter ins nächste Spiel. Jawohl, noch ein Battle, noch ein Kampf. Mit dabei auch Agent 1 und CST? CST, hat das was mit Destiny Cast zu tun? Agent 10 CST. Oh. Hey Leute, die zur Destiny Cast Community gehören oder die mit ihm dann auch manchmal spielen oder irgendwas, die haben dieses CST, dieses Cast-Zusatz immer irgendwie im Namen mit drin. Würde mich mal interessieren. Es könnte aber auch sein, dass es was anderes bedeutet, so wie sehr viele
in eckigen Klammern Wut stehen haben. Da würde mich auch mal interessieren, was das bedeutet. Ist das auch irgendeine Community oder irgendein, hat das irgendeine Bedeutung? Egal. So, zweite Runde. Wir sind diesmal gelb, der Gegner ist blau und es geht los. Bin ich mal gespannt, ob es mal wieder ein Splat, ob es doch noch ein Splatfest gibt. Weil Ketchup und Mayo war ja auch relativ erfolgreich. Haben sie das gemacht wegen Corona oder haben sie das gemacht, um Splatoon 3 noch ein bisschen hinzuhalten oder keine Ahnung. Ich habe hier keine zuverlässigen Informationen, aber ich würde mich sehr über ein Splatfest wieder freuen. Ja. Die mogelt sich mal wieder so richtig durch und das ist eigentlich, das ist das Frustrierende, wenn man direkt auf jemanden drauf schießt und schießt, schießt, schießt und schießt und der stirbt einfach nicht. Das ist immer komisch, dann wird man immer von seiner komischen Waffe da weggesplattet, wo wenn man sie selber benutzen würde, würde man überhaupt nichts reißen können. Und wieder ist der Gegner quasi vor der Haustür. Vor allem fragt man sich, wo ist der Rest vom eigenen Team? Wo ist der Rest vom eigenen Team ständig weggesplattet? Wenn sie ist ganz nach vorne irgendwo. Keep springt. Aber springen bringt meistens das Ergebnis, dass man direkt in sein Verderben reinspringt, obwohl der Gegner eigentlich direkt vor dem Spawnpunkt des blauen Teams, des gelben Teams, lauert praktisch und immer drauf wartet, bis neu gespawnte Leute gleich wieder weggesplattet werden können. Das ist. Ja, das ist nicht gerade freundlich. Das ist nicht gerade schön. Und auf Kipp wird wieder geschossen. Das ist übrigens ein Phänomen, das regt Kipp einen auf. Also er ist ja schon ein schlechter Verlierer, das wissen wir, aber das ist irgendwie schon frustrierend, wenn man das Phänomen erlebt, wenn man selber, man schießt, schießt und schießt. Man trifft die Leute zwar, aber die sterben nicht, aber selber ist man sofort mit einem Shoot bang und weg. Das ist komisch. Das verstehe ich irgendwie nicht. Und wieder sind die Leute, hier ist der Gegner praktisch direkt vor der Haustür. Und mit Haftbombe, eine Haftbombe, peng, schon ist man weg. Das ist jetzt so ein Punkt, wo man eigentlich aufhören möchte am liebsten. Und sagt so, ah, mit einer Bombe gleich zwei, ein Doppelkill erledigt. Wo man am liebsten am Spawnpunkt einfach stehen bleiben und warten möchte, bis das Spiel vorbei ist, weil das ist so frustrierend. Ständig zu sterben und nichts mehr reißen zu können. Ja, schon wieder. Das ist wirklich frustrierend. Aber das macht auch irgendwie nichts. Das ist ehrenlos, ja, seine Teammitglieder hier im Stich zu lassen. Praktisch, aber was bringt das, wenn man ständig weggesplattet wird? So, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ende. Lose oder win. Ich glaube, diesmal haben wir einen eindeutigen Lose. Ja. Wow. Tja, das ist bitter. Das ist bitter. Wie gesagt, Kibi ist ein sehr schlechter Verlierer. Aber es gibt Situationen, wo Kibi wechselt die Wache. Ich glaube, jetzt werden stärkere Geschütze aufgefahren. Aber manchmal, da gibt es Leute, die spielen auf eine Art und Weise, wo man echt denkt, also ist das noch... Gut, es ist schon regelkonform. Ich glaube, es gibt eigentlich nur eine einzige Regel, wo man bei Nintendo wirklich richtig Probleme kriegt. Und das ist... Naja, eigentlich, ich glaube, es sind eins oder zwei. Also wenn man irgendwelche Cheats verwendet, wobei mir sind jetzt keine Cheatcodes bekannt bei Splatoon. Oder wenn man einfach disconnected, wobei man dafür ja gar nichts dazu kann, oder einfach irgendwo in der Ecke stehen bleibt und nichts mehr macht und seine Teammitglieder praktisch im Stich lässt und das Team dann auch noch deswegen verliert, das ist glaube ich, das ist absolut nicht regelkonform. Wobei den richtigen Bann, oder den Zeitbann, den gibt es eben dann für etwas, wo man selbst gar nicht wirklich was dazu kann. Das ist eben, wenn man disconnected ist. Also für wenn die Internetverbindung nicht stimmt, da kann man ja selber gar nichts dazu. Und da gibt es aber einen richtigen Realismus-Bann. Wenn Leute nur Squid-Party machen oder bloß auflauern oder sich
irgendwie absprechen und sich dann allen einschießen. Oder wenn Leute, die sind in gegnerischen Teams, aber trotzdem, die kennen sich, die sind befreundet und die tun sich dann einander nichts. Und dann sagen, hey, jetzt lasse ich mal dein Team gewinnen. Dann, und dann sind dann noch welche dabei, die sind überhaupt nicht betroffen und die verlieren dann in so einem Müll, ja. Da macht man nur nichts. Also da passiert nichts. Das ist so, wenn sich dann alle auf einen stürzen und dann sagen, hey, da ist er, da gehen wir jetzt hin und dann stürzen wir uns alle auf den drauf und sagen dafür, dass unsere Kumpels hier gewinnen oder verlieren oder was weiß ich. Und das dann auch noch Spaß sein soll, also das finde ich, das ist kein Spaß. Das ist absolut kein Spaß. Das kann man in einer privaten Battle machen, wo wirklich nur Bekannte oder Freunde unter sich sind, aber wenn dann andere dabei sind, die einfach joinen und die dann irgendwie in ihre Stufe absteigen, also was die Waffe angeht, ich meine zum Beispiel von Hammerhai auf Flotte Sprotte oder so zurück, das ist dann natürlich meh und bäh. Aber wie gesagt, das hat keine Konsequenzen. Nein, Nintendo bannt dich nur weg oder macht dir nur ein Timeout, wenn deine Internetverbindung stimmt. Super. Das ist gerade so, wenn dich die Polizei in Strafzettel gibt, weil du kein Benzin mehr im Tank hast. Ja? Das ist dasselbe. Wenn dir was mit Lohn abgezogen wird, wenn du krank warst. Das ist gleich. Das ist irgendwie. Das sind Regeln, die machen irgendwie keinen Sinn. Da kann man nichts dafür. Aber Street Party, das ist etwas. Boah, solche abgesprochenen Geschichten da. Ihr werdet schon merken, ich werde heute sehr viel über solche Dinge schimpfen. Ich hoffe, dass nimmt sich Nintendo vielleicht zu Herzen und solche Dinge dann für Splatoon 3, also nicht nur an irgendwelchen, da gefühlt schon zum 10. Mal gekillt durch eine Kenzer, Dingsbums, Opto, blablabla, bin heute echt nicht in Stimmung, aber echt nicht. Nicht nur, dass die Grafik und der Story-Modus so ausgefallen ist, aber irgendwie die neuen Waffenspiel, sondern das Spiel und Waffen, sondern auch dieses ganze System, also dass man auch Leute melden kann, die in-game mit einem gespielt haben, irgendwie mit Xaver gespielt haben. Es sei denn, so etwas ist schon möglich. Das habe ich jetzt aber so nicht mitbekommen. 3, 2, 1, Ende Gelände. Schwierig, aber ich glaube, wir haben verloren. Ja. Wir haben verloren, das heißt, Kips Team hat verloren. Ikips Team waren neben ihm Venzio und Flint. Flint auch ein Bekannter. Und dann die Schriftzeichen nach entweder Japanisch oder Koreanisch, keine Ahnung. So, weiter geht's. Runde 3. Also 2 von 3 Spielen schon verloren. Ne, dann ist es Runde 4. Da ist er. Level. Stufe 129. Holy Fotula. Das ist einer auf Level 144. What the fink? Wie ist das hier? Ja, und kleiner Fisch. Und mit dieser Waffe war Kip mal der Hammerhai. Ich glaube, eine zweistellige Stufennummer sogar. Stufenzahl sogar. Ja, toll. Ne? Super. Das ist übrigens auch sowas, dass man da absteigen kann. Bis zur flotten Sprotte oder kleiner Fisch oder so. Echt toll. Runde 4, wenn ich richtig gezählt habe, dann ist es mir auch egal, weil, wie gesagt, es guckt ja eh kaum jemand zu, und die wenigen, die wirklich zugucken, die kommentieren auch kaum was. Von dem her, das wollte ich noch sagen, also ich bin jetzt wirklich nicht jemand, wo sich beschwert oder so, aber bei dem Video-Spiel mit Totti Games, da gab es nur einen einzigen Kommentar und der hieß: Hey, du hast 1000 Abonnenten und hier 0 Klicks. Ja, toll. Du bist der einzige Klick. Ja, und du musst auch noch den einzigen Kommentar abgeben, um zu sagen, also eingeklickt, um zu sagen, du hast hier 0 Klicks. Dann hätte man wenigstens reinschreiben können, tolles Spiel oder sonst irgendwie was. Oder auch nichts, ja, oder hast schlecht gespielt oder mittel oder. Aber nur jemanden reinzuklicken und zu sagen, dass er keine Klicks hat, also was soll das? Das ist echt. Du hast 0 Klicks, obwohl du 1000 Abonnenten hast, und
Tolly Games hat 4 Klicks in der Stunde. So, na toll. Echt super. Wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, ich mache das nicht jetzt irgendwie wegen Klicks oder darum davon leben zu können oder so. Also da haben andere mehr Erfolg. Keine Ahnung, wie die das machen, aber wieso. Aber, nein, andersrum. Aber dieser Kanal, der klingt eher wie so eine Art, ja, wie ein Andenken-Album. Ja, so wie man ein Fotoalbum hat, wo dann die Fotos reinklicken von Weihnachten oder von den Ferien oder so. Und ich teile sie eben hier und kommentiere sie. Und wem es gefällt, der darf dann da reinklicken und sagt, bloß wenn es dann damit anfängt, so, naja, nicht so. Das ist so unnötig, die Kommentare. Dann kann man sich das auch sparen. Übrigens lasse ich mich auch nicht beleidigen. Also beleidigende Kommentare werden gelöscht und auch gemeldet. Ende. Ja, also das ist ein Gaming-Kanal und kein Kanal, so wo es heißt, so, ja, hallo, darf ich nicht meine Meinung sagen? So. Wenn ihr was kommentieren wollt, dann schreibt was über das Spiel. Ihr dürft auch kritisieren, dürft auch sagen, erledigt. Ihr dürft auch sagen, hey, dieser Flabo, der nervt uns, oder das ist keine gute Idee. Also Kritik darf man schon äußern, aber Kommentare, wo jetzt irgendwie keinen Sinn ergeben oder irgendwie waste sind, darauf wird Keep auch in Zukunft nicht mehr antworten. Das war jetzt nur eine Ausnahme, da die Antwort zu geben. Ich mache das nicht für Kicks, sondern einfach so. Aber man muss sich eigentlich nicht rechtfertigen. So, 5, 3, 2, 1. Ich glaube nicht. Upsa. Entschuldigung, ich hatte Cola getrunken. Ich glaube. Win oder lose? Ja, ein Win. Vielleicht hat es die Gasmaske gemacht. Du hat sich die Gasmaske überzogen und die Waffe gewechselt. Hat immerhin am dritten Platz. Oh, Kip, was ist los? Bist doch der Einfärbemeister. Aber immerhin einen Sieg für Team Kip. Ich sage jetzt mal Team Kip. Abyssal, Museum und Kofferfischlager. Nicht die Segelrockbühne. Also die ist echt. Also, der liegt im Fluch. Verliert Kip ständig. Hoffentlich kommt es mit seinem Rangkampf auf dieser Map. Ja, dann ist Kip erledigt. So, es dauert noch. Jemand will entweder seine Waffe auswechseln oder ist disconnected. Deswegen, wir warten noch. Na? Wird es heute noch was? Oh, mach schon, Mann, ich habe heute noch Klavierstunde. Wer weiß, aus welchem Film das ist? Gerne in die Kommentare. Viel Glück, das weiß bestimmt keiner. Und wer es weiß, schämt euch, ihr seid dann wirklich schon wirklich ganz schön alt und beschäftigt euch mit sinnlosen Filmen, ja? Mit Schläfatzen. Färbe möglichst viel ein. Wir haben diesmal Korea in unserem Team. Und wenn sie umflut, neben Kip. Und wir kippen in die 5. Runde. Sehr engagiert und wieder eingefärbt. So, das ist eine Unterbrechung. Wir melden uns gleich wieder. So, und weiter geht's. Wir sind immer noch beim engagierten Einfärben. Und die Ulti-Waffe ist schon geladen. Dieser Tintenshop, jetzt leckt's. Dieser Tintenshop, der nützt natürlich nur, oder ist am effektivsten, wenn auch Gegner in der Nähe sind. Aber wenn die natürlich so schnell sind und sich schön verziehen, dann ja, und weggeblubbert. Übrigens auch so eine Waffe, dieser Wandschwabber, mit der hat Kip auch schon gespielt, aber selbst oder ständig davon gekillt, soll so eine Waffe sein. Das heißt so, ja, der kann man eigentlich kaum ausweichen, den kann man kaum was machen. Aber nicht Kip wird schön auf den Wandschwabber weggekippt und weggesplattet. Das habe ich jetzt vorhin gemeint. Jetzt hat er zigmal auf diesen Gegner geschossen. Nichts passiert.
und richtig schnell ausweichen. Wie machen die das? Yoshio, Yosho, Yosho, Yosho. Ja, Yoshimiete. Peng, peng, peng und weggerollt und peng, peng, peng und weg. Bewegen sich manchmal auf dem Zeitraffer. Sind das irgendwelche Secrets, wo man irgendwie noch freigeschaltet werden? Oder ich habe keine Ahnung. Da gibt es doch irgendwelche Cheatcodes, wo manche nutzen. Oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das manche machen. So, den Bandschwabber. Ah, oh, gut. Gut, er wurde erwischt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Der geflüchtete gelbe Regen. Wer eine Ameise ist, weiß, was ich meine. Oh. Gefahr für Gelb, Team Gelb, jawohl. So gehört sich's. So, die letzte Minute ist angebrochen, aber es ist immer noch alles drin. Es kann sich immer noch das Blatt wenden. Nachteil, in Anführungszeichen der Nachteil, oder das Schwierige an dieser Map ist eben, dass es so länglich ist und dass man viele schmale Gänge hat. Und ja. Wenn man dann lange Wege zu schwimmen hat, dann ist das irgendwie sehr zeitraubend. Auch die Stellen, die man nicht einfärben kann, die muss man laufen, die kann man nicht schwimmen. So, ich glaube, Kip ist gleich weg. Ja. Aber Schwarmraketen, Disperse 7. Ah, er hat noch Yoshi Jung erledigen können. Da schafft Kip noch die 1000 Färbpunkte. Komm, Kip, das schaffst du noch. Schnell, 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 schnell. Jetzt oder nie? Ja, ah, er hat die 1000 geschafft. 2, 1, Ende Gelände. Wie sieht's aus? Win oder lose? Ein Win. Jawohl, mit 61,8 Färbpunkten. Und Kip ist auf Platz Nummer 1, 2045 Punkte. Sehr schön. Blaue Tentakelhaare und schwarze Gasmaske, so wie sich's gehört. Ja, natürlich machen wir weiter. Felis. Felis, dieser Name kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Gehört er auch zu dem Fairy Team? Felis, schreibt bitte, wer das hier sieht, entweder von Venzio Flint, Venzio Ronin oder so, und so weiter und so fort, soll man in die Kommentare schreiben, ob Felis, also das ist hier, wo Stufe 41 hat, ob es auch zu diesem Team gehört. Felis, der Name kommt mir bekannt vor. Also wenn das jetzt jemand ist, wo ich wirklich kennen sollte, bitte verzeiht mir, weil mein Namensgedächtnis ist genauso schlecht wie mein Gesichtergedächtnis. Also mich grüßen manchmal Leute und schauen mich erwartungsvoll an und sagen, ja, hallo. Und ich so, haha, hallo. Ich denke nach, wer ist das jetzt nochmal? Owu, Uwu, Stufe 189. Ja, moin. Hei, 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 hei. Und Stufe 177, Brie, Sternchen. Na, jetzt geht's aber rund. Das ist auch so eine Sache. Die schmeißen hier zum Teil, das System schmeißt hier zum Teil Leute zusammen, wo ich auch denke, wow. Das kann ja heiter werden. So. Ah, übrigens, das kann ja heiter werden. Übrigens, ich habe vor, demnächst den Story-Mode von Splatoon zu spielen, beziehungsweise Stream, wenn ihr wollt, Stream, Livestream, schreibt mir wieder mal, ob ihr interessiert seid, an dem Story-Modus den live zu machen, dann können wir hier ein bisschen live spielen, ein bisschen plaudern. Würde sich vielleicht für einen Night-Stream eignen, wenn entweder ein Ori vorbei ist, oder wir können ja auch mal abwechseln, ob wir das tun als Story-Modus streamen, als Nightstream und dann Ori so abwechselnd. Ich würde sagen, für Nightstream würden ja Fantasy oder auch Horrorspiele besser geeignet sein. Aber schreibt mir was euch, ob euch das gefallen würde. Nicht, dass ich hier dann wieder 4-5 Stunden live mit mir selber rede. Wer würde wahrscheinlich kommen? Ja, oh.
wahrscheinlich wieder kommen. Ja, hey, jetzt kommt er nach Jahren in einem Story-Modus. Das haben ja tausend Leute, andere Leute auch gemacht. Ja, aber es gibt ja auch verschiedene Methoden zu spielen und vielleicht geht das ja ganz anders, ne? Keine Ahnung. Die Opto-Expansion, an die traut sich Keep überhaupt nicht dran. Da hat er ziemlich viel üble Sachen gehört, dass das total unlösbare Spiele sein sollen. Bandseiler wäre ja mal vielleicht eine ganz witzige Herausforderung. Da hinten ist eine Stelle, wo noch nicht gefärbt war. Bitte. Naja, hab's nicht gesehen. Die Opto-Expansion, die wäre natürlich auch mal interessant. Es ist ein völlig anderer. So, den Splat ist jetzt weg. Da ist direkt unten drunter gewesen. Direkt unten drunter und nix. Und zur Belohnung, ja, wieder von so jemand, wo sich so schnell bewegt. Oh, na, wenn man auf Stufe 189 ist und sonst keine anderen Lobbys hat. Ja, toll. Nein, no hate, wir gönnen jeden Erfolg, wir gönnen es jedem. Und wenn wir noch mehr Zeit hätten und uns etc., dann würde der Kip vielleicht auch schon auf Stufe 200 oder so, weil er nur noch Splatoon spielen würde. Ja, aber zurück zum eigenen Thema, also Story-Modus. Story-Modus hat Kip noch kaum gespielt bei Splatoon 1. Noch am meisten bei Splatoon 2, eigentlich nur den Anfang, also kaum was. Weil es ist eben aufregender, gegen andere zu spielen in diesen Battles. Es ist eben aufregender, das muss man schon zugeben. Aber vor der eigenen Haustür, ja, ich lege schon mal die Quote auf den Lose-Button, weil ich glaube, das ist ein eindeutiger Lose. Ja, ordentlich Hops genommen. Ja, das ist sehr, sehr bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Oben mit Stufe 189 hat hier irgendwie alle in die Tasche gesteckt. Super toll. Also super toll in Anführungszeichen natürlich. Es ist nur ein Spiel. Trotzdem kann man schon die Emotionen verstehen, die manche, in Anführungszeichen Fußballfans hier manchmal von sich geben, wenn die Lieblingsmannschaft verliert. Und anstatt ihr emotional beizustehen, spottet man sie auch nur raus und sagt, geh doch nach Hause, du alte Ja, ich will jetzt hier nicht Scheiße sagen, dass wir werbefreundlich bleiben. Ja. Monetarisierung. Werbeeinnahmen. Dieses Video wird gesponsert von Dark Planet Cola mit 400% Zucker, da genau das Richtige für ihre Kinder. Damit sie auch morgen noch kraftvoll überaktiv sind. Das hört sowieso niemand, kann ich auch so ein Blödsinn hier sagen. So, Video geht ja auch schon fast eine halbe Stunde. Also wer bis hierher jetzt schon geguckt hat, ja, mein Respekt, vielen Dank. Bitte nicht den Adblocker ausschalten, ja, weil ich will ja noch ein paar Muscheln verdienen. Damit ich dann mit meinem Gaming Room, der 200.000 Muscheln kosten wird, und mein Ankleidezimmer, das auch 50.000 kosten wird, hier dann mal ordentlich flexen kann. Ja? Also ein ordentlicher Gamer, der muss auch leben wie einer der Superreichen. So. Ups, ich hoffe, das hat jetzt nicht jemand gesehen, wo bestimmte Leute kennen, wo wissen, von was ich jetzt rede. Ups, nee. Alles nur Spaß. Ich bin jetzt mal Real Talk. Ja, mir ist es völlig egal, was andere mit ihrem Geld machen oder ob die flexen oder hin und her etc. Das ist mir eigentlich völlig wurscht. Ich weiß, was ich machen würde, wenn ich viele Muscheln hätte. Beziehungsweise ich weiß, was ich mit meinen Muscheln mache. Das hat auch irgendwas mit Lebensstil zu tun, wenn jemand einen Lebensstil entsprechend führen möchte. Das ist jedem selbst überlassen. Charakter zählt und so weiter. Und ich finde es nur manchmal ja ziemlich paradox oder ziemlich wenn gerade Leute, die wohl sehr viel Geld haben, so reden und sagen, ja, Geld ist nicht alles und Hauptsache man ist gesund und Hauptsache das und das und das.
Ja, stimmt alles, aber es ist, es kommt meistens von Leuten, die wirklich mehr aufs Geld gucken müssen. Und das war dann schon so ein bisschen was. Ja, es tut nicht immer gut, so etwas zu sehen oder so etwas zu hören. Also ich empfehle jedem, wenn man mal einen schlechten Tag hat, wenn man den moralischen hat, guckt euch jetzt nicht unbedingt irgendwelche Roomtours an, wenn andere YouTuber, die jetzt wirklich viel Geld haben, dann zeigen, wow, guckt her, ich habe das und das Auto und da, da, da und tralala. Das tut nicht immer gut. Wenn ich jetzt irgendwie gucke, wenn irgendwelche Superreichen im Fernsehen ihre Häuser oder Wohnungen zur Schau stellen, dann sage ich noch, ja gut, aber die sagen dann auch nicht, ja, aber Geld ist nicht alles, eigentlich brauche ich das alles gar nicht, aber ich leiste mir trotzdem, ja, mein vergoldetes Waschbecken und so. Nee, ne, seid doch ehrlich. Aber wie gesagt, ich gönne es lieben. Natürlich, die, wo sie selbst gearbeitet haben, gönne ich es ganz besonders, aber wer es geerbt oder gewonnen hat, pff, ist mir Wumpe. So, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich glaube, das wird ein Los. Kip ist kaum zum Einfärben gekommen. Er wurde immer wieder weggekillt. Und, ja. Bah. Verloren auf ganze Linie. Oh, obwohl er immer noch, er hat 1000 Punkte färben können. Aber trotzdem, Kip ist nicht zufrieden. Nicht sehr zufrieden. Und er klickt nein. Und ja, ich guck gerade mal. Ich glaube, wir haben noch ein Spiel. Einen Moment. So, wir haben noch ein Spiel. Das ist das letzte für heute. Kein Spiel mit Freunden diesmal, sondern Kip ist random nochmal reingejoint und fährt mit einer wunderschönen Farbe, mit Giftgrün. Spiel leckt mal wieder. Ruft cool, cool, cool und färbt hier nochmal ordentlich ein. Warum leckt es jetzt so? Leck, leck, warum heißt das eigentlich lecken? Kommt das von liegen oder von schleckend, schlecken, lecken oder keine Ahnung? Man sagt manchmal. Man übernimmt manchmal irgendwelche Begriffe und weiß gar nicht, wer hat damit angefangen. Ich habe mich angefragt, warum sagen die immer, hey, dicker? Der ist doch gar nicht dick. Das ist irgendwie so ein Ausdruck, wo irgendjemand mal angefangen hat. Hey, Bruder oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder irgendwelche nett gemeinten Beschimpfungen und Beleidigungen. Ja, bin ich jetzt nicht so ein Freund davon. Also, wie gesagt, auch hier jedem das Seine, aber ich bin der Meinung, man sollte sich immer noch höflich und respektvoll ausdrücken. Und wie bin ich jetzt noch drauf gekommen? Ah, ist keine Ahnung. Konzentrieren wir uns auf das Spiel. Anf. Was ist denn das für ein Name? Anf. Man sieht, Kip ist ja mächtig sauer gerade, wenn er so engagiert färbt. Und so wortrecht, dann ist er mächtig sauer, ja. Hoffen wir mal, dass er wenigstens in den letzten Spielen sieht davon weg, sonst im Sprung zum Tintenschock von diesem blöden Dreier-Schwapper. Aber warum Dreier-Schwapper? Kips heimliche Lieblingswaffe, mit der er kaum spielt, die sieht nur cool aus. Ey, das ist doch ein Blubber, das ist doch so ein Blubber-Wandenschwapper. So, der ist glattet. Oh, ich glaube, Kip ist wirklich in Rage. Er ist wirklich in Rage. Oh, oh, oh. Jetzt ist wirklich Polen offen. 1000 Punkte und die letzte Minute. Die Ultiwaffe ist aufgeladen. Vielleicht sollte er es aber so langsam einsetzen, bevor er wieder aus dem Hinterhalt weggesplattet wird. Ja, jetzt. Sehr schön, der Bäcker 3 ist weg, oder Bagger 3, oh noch, der Dutchet, ein Doppelkill, das sieht man nicht alle Tage, vor allem nicht bei Kip, er ist ja nicht gerade der Experte beim Killen, aber jetzt geht's, jetzt läuft's plötzlich wieder gut, was ist da los, was war da vorhin los, boah, das scheint ein sehr eindeutiger Sieg zu werden, ein sehr, sehr, sehr eindeutiger Sieg.
schon 1400 Fairpunkte und wir bewegen uns auf den Final Countdown zu. Nein, den kriegst du nicht mehr. 9, 8, 7, 4, 3, 2, ja, mega erledigt. Aber das war's. Und wir gucken aufs Ergebnis. Oh nee, doch nicht so eindeutig. Kein eindeutiger Sieg, aber Sieg ist Sieg. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Auf Platz 1 mit 2442 Punkten immer in 7 Kills. Waui, waui. So. Und wir verabschieden uns hier an dieser Stelle. Ich mache mich mal wieder hier nach oben. So, an dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Ein Kommentar wäre mal nicht schlecht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann teilt es mit euren Feinden. Wenn es euch gefallen hat, mit euren Freunden. Und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder. Bleibt gesund, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.